Dies dünkt mich das Ziel zu sein, auf welches man hinsehen muss bei Führung des Lebens. Dass immer Gerechtigkeit und Besonnenheit dem gegenwärtig bleibe, der glückselig werden will. Nicht aber so, dass man die Begierden zügellos werden lasse und im Bestreben, sie zu befriedigen, ein überschwängliches Übel, das Leben eines Räubers lebe. Mit diesem Zitat des platonischen Sokrates begrüße ich euch, liebe Menschen, zu einer weiteren Ausgabe des philosophischen Experiments im Medium Unterwegs zum Denken. Heute befinden wir uns in Regensburg an der Donau und werden uns der Frage widmen, was ein glückliches und gelungenes Leben ausmacht. Für Sokrates scheint diese Frage klar zu sein. Glückselig lebt der, der sein Leben nach der Gerechtigkeit und der Besonnenheit richtet. Dazu gehört auch, sich nicht der Zügellosigkeit eines Räubers hinzugeben. Aber ist das wirklich so? Leben wir nicht gerade heute in einer Zeit, in der die Zügellosigkeit als probates Mittel erscheint, sich Gehör zu verschaffen, um letztlich dann ein glückliches und gelungenes Leben zu führen? Wenn das so ist, so bleibt immer noch die Frage offen, ob ein zügelloser Weg zum Glück auch vernünftig ist. Eine Antwort auf diese Frage zu geben, ist schwer. Ob es überhaupt eine Antwort auf diese Frage geben kann, darüber möchte ich heute mit meinem Gast in einen Dialog treten. Sie versucht in ihren Arbeiten zu zeigen, wie ein vernünftiger und zugleich glücklicher und gelungener Weg des Lebens aussehen könnte, Elif Özmen. Ja, guten Tag, Frau Özmen. Grüße Sie. Sie haben sich ja in Ihrer Promotion mit der Frage auseinandergesetzt, moralisches Leben und gelungenes Leben, wie passt das zusammen oder passt das zusammen? Wie sind Sie überhaupt auf dieses Thema gekommen? Ja, das war wie bei allen guten Dingen des Lebens ein Stück weit durch Zufall geleitet. Ich hatte gerade meine Magisterarbeit abgeschlossen und war in der Universitätsbuchhandlung und stöberte durch die Regale und bekam einfach eine Publikation in die Hand mit dem Titel Was ist das gute Leben? Und das vereinigte so Texte aus der neueren Debatte zu diesem Thema. Und schon der Klappentext alleine hat dazu geführt, dass ich mich entschieden habe, nun dieses Thema zum Thema meiner Promotion zu machen, obwohl ich bis dahin sehr unberührt von diesem Thema in meinem Studium geblieben war. Was ja eigentlich ungewöhnlich ist für Philosophie-Studium, oder? Ja, es ist eben so, dass an Instituten Schwerpunkte gesetzt werden und diesen Schwerpunkt gab es nicht. Mhm. Und ich hatte einfach so ein inneres Aha-Erlebnis. Es war sehr schnell, sehr klar, ich möchte genau das behandeln. Dass es dieses Aha gab, war aber, glaube ich, weniger Zufällen geschuldet. Ich denke auch, dass es kein Zufall ist, dass nun gerade dieses Thema, die Frage nach dem Guten für den Menschen, verbunden mit der Frage nach dem guten Leben und verbunden mit der Frage nach der Moral, so dominant ist in der Geschichte des philosophischen Nachdenkens. Das ist eben ein ganz, ganz altes Thema. Es markiert vielleicht sogar den Beginn der Philosophie selbst. Ja, und dieser Beginn der Philosophie, Sie haben ja in Ihrer Arbeit herausgestellt, dass es ein anderes Verhältnis von Moral und gelungenen Leben in der Antike gibt, als es in der Moderne ist. Ist es unvereinbar? Darüber wird eben gestritten und schon Aristoteles weist darauf hin, dass sich die Menschen zwar einig über den Namen der Glückseligkeit sind, alle sprechen eben über das Glück und das gelungene Leben, dass aber darüber, was Glückseligkeit sei, es nun sehr viel Uneinigkeit gibt. Das war schon damals so und das ist auch heute so. Und eine der Uneinigkeiten betrifft eben die Vereinbarkeit von dem Glück mit der Moral. Ja, da würde ich einfach vorschlagen, dann schauen wir uns diese Schwierigkeiten an, gehen in ein Café und besprechen das ein bisschen genauer. Sehr gerne. Okay. Ja, Frau Özmen, in der griechischen Philosophie, in der Antike, da ist ja diese Trias von Vernunft, Glück und Moral, die wird immer zusammengedacht. Warum eigentlich?
Eine gute Frage, warum eigentlich? Es gibt so eine Selbstverständlichkeit, die man nachlesen kann, wenn man mal Platon und Aristoteles und so weiter aufschlägt, dass das Thema des Guten für den Menschen und des guten Lebens einfach immer klarerweise verbunden wird mit der Vernunft und der Moralfähigkeit des Menschen. Ich glaube, das hängt einfach damit zusammen, dass die antike Philosophie ihre Überlegungen mit der Frage beginnt, was ist der Mensch eigentlich für ein Wesen? Mhm. Was unterscheidet ihn von anderen Lebewesen, wie zum Beispiel Tieren oder Pflanzen? Und die Antwort ist klassisch und auch heute, glaube ich, noch gültig, nämlich der Mensch ist ein Wesen, das zur Vernunft begabt ist. Indem er zur Vernunft begabt ist, ist er auch zur Moral fähig. Warum? Wir sind als vernünftige Wesen in der Lage, über all die Dinge, die durch unsere biologische Natur so eine Dringlichkeit haben, ne? Lust, Neigung, Wünsche, uns davon zu distanzieren. Mhm. Anders gesagt, uns davon frei zu machen und eben vernünftig darüber zu deliberieren, was wir in dieser Situation eigentlich, mal unabhängig davon, was man so, ja, so nahegelegt bekommt durch seine innere Natur, eigentlich tun soll. Und also damit sind wir schon bei dem Bereich der Moral. Also wir sind sozusagen von der Natur nicht, wenn man das so sagen kann, wie Tiere gebunden, sondern wir können uns auch davon distanzieren und dieser Freiraum zwischen Natur und uns, in diesem Freiraum spielt sich dann so etwas wie Moral ab. Ganz genau. Es ist die Vernunft, die uns diese Freiheit eben gibt, ermöglicht, so oder anders handeln zu können. Das können Tiere nicht. Die sind vollständig, die gehen vollständig auf in ihren Strebungen und in ihren Instinkten und in ihren sozusagen in ihren Begehrlichkeiten. Wir sind in der Lage, uns von dieser tierischen Natur, die wir natürlich auch haben, zu distanzieren. Und damit haben wir den Bereich der Moral bereits betreten. In der Antike werden ja Formen, also gewisse Begriffe werden in der Antike von einem glücklichen, gelungenen Leben ja abstrahiert. Und dazu gehören Macht, dazu gehören Lust. Warum ist das eigentlich so? Weil sind die zu, die werden, also bei Platon wird das immer wieder so dargestellt, dass diejenigen, die elend sind oder die böse sind, die sind sozusagen auch diese die schlechten Menschen. Die können kein gutes und glückliches Leben führen. Das verweist ja auf diese Verbindung zwischen vernünftigem Leben ist gleichzeitig ein moralisch und glückliches Leben. Ja, also wir haben jetzt diesen Zusammenhang zwischen Vernunft und Moral kurz dargestellt. Jetzt ist die Frage, wie kommt das gute Leben eigentlich da rein? Ja. Das kommt dadurch hinein, dass wir jetzt schon mal wissen, der Mensch ist ein Wesen, das zur Vernunft und zur Moral begabt ist, aber auch aufgefordert ist, denn wir werden genau dann besonders gut darin sein, Menschen zu sein. Also wir werden das Gute für den Menschen genau dann realisieren, wenn wir dem Weg der Vernunft und dem Weg der Moral folgen. Und es wird einfach unterstellt, dass darin sich auch das gute Leben des Menschen realisieren wird. Und es gab schon in der Antike eine Menge Leute, die der Auffassung waren, das kann es doch nicht sein, wieso denn die Moral? Ja. Warum ist es denn nicht gerade im Gegenteil so, dass derjenige, der unmoralisch handelt, wenn er kann, der zum Beispiel Gewalt anwendet oder raubt oder so schlimme Dinge tut, wie sie Schurken halt tun, ist der nicht gerade derjenige? Das ist genau in diesem Buch, in Gorgias kommt das genau vor, dieses Beispiel, wo eben Polos sagt, so Sokrates, ja, aber ist es nicht so, dass gerade die Tyrannen, die eben diese, mit dieser Freiheit, die die Vernunft auch gibt, umgehen können, wie sie wollen, sind die nicht glücklich? Und dann sagt eben der Sokrates, wie ich sagte, Polos, denn wer rechtschaffen und gut ist, der, behaupte ich, ist glückselig, sei es Mann oder Frau, wer aber Unrecht und Böse ist elend. Also das verweist ja in diese Richtung. Also diese beiden Wege und der Vernünftige ist der Richtige und der ist auch der Glückselige dann. Ganz genau. So würde Sokrates wahrscheinlich noch weiter ausführen. Derjenige, der diesem falschen Freiheitsverständnis, nämlich dem schurkischen oder tyrannischen Freiheitsverständnis folgt, der irrt sich, der ist irrational, weil er nicht erkannt hat, dass unsere Vernunftfähigkeit immer schon mit unserer Moralfähigkeit, mit unserer Fähigkeit zum tugendhaften Handeln verbunden ist. Und er irrt sich, wenn er denkt, dass dieses Glück, das er da als machtvoller Mann empfindet, diese Durchsetzungskraft, die er hat, wirklich Glück sei.
Und wir objektiv betrachtet Glück sein. Also das ist sozusagen diese Trennung zwischen privatem Glück und allgemeinem Glück. Für die Antike ist ja das Allgemeine immer dasjenige, was moralisch ist. Wenn der Tyrann privat handelt und dann glücklich wird deswegen, dann kann das nicht richtig sein, kann das nicht gelungen sein. Und da wollte ich Sie fragen, es gibt ja diesen Bruch dann, der mit Kant kommt, der genau auf dieses Problem eine andere Antwort gibt als die Antike. Was ist das für eine Antwort? Er hat eine Auffassung vom Glück, der Glückseligkeit, die kann man in der Kritik der reinen Vernunft nachlesen, die Befriedigung aller unserer Neigungen meint. Neigungen sind etwas Empirisches, sind empirische Daten. Und das ist der Grund, weswegen diese Charakterisierung als allgemein und verbindlich für die Glückseligkeit einfach nicht mehr zutreffen kann. Denn die empirische Welt ist so verfasst, dass sie Zufällen unterliegt, dass sie unzuverlässig ist, dass es halt mal so sein kann. Mhm. Wir können das nicht kontrollieren, auch mit unserer Vernunft nicht. Das, was wir mit unserer Vernunft nun doch kontrollieren können, ist, was wir in Hinsicht auf unsere Handlungsfreiheit tun. Das ist dann wieder das Thema der Moral, das haben wir vorhin schon analysiert, wie das zusammenhängt. Also dieser Unterschied zwischen Natur und Vernunft, dass dieser Freiraum, der da dazwischen entsteht, dieser moralische Raum ist? Ganz genau, der moralische Raum ist, in dem wir uns laut Kant auch aufhalten, nicht nur können als Vernunftwesen, sondern auch sollen. Mhm. Und der ist einer, die Moral ist ein Bereich, die diesen Kriterien der Allgemeinheit und Verbindlichkeit auch nach wie vor genügt. Deswegen gibt es ein ganz enges Verhältnis zwischen Vernunft und Moral bei Kant. Aber das alte Thema des guten Lebens, des Glücks, das wird geradezu aus der Moralphilosophie, ja eigentlich überhaupt aus der Philosophie verbannt. Weil in der Antike noch verbunden war. Und zwar ganz eng verbunden war, auch im Mittelalter noch ganz eng verbunden war. Und jetzt in der Neuzeit, insbesondere in der Aufklärung, Kant, aber auch die Utilitaristen sind ein gutes Beispiel dafür, wird dieses Thema marginalisiert und ich glaube wirklich verbannt aus der Philosophie. Mhm. Warum nochmal? Weil es sich nicht unter die Regeln der Vernunft oder die Prinzipien der Moral bringen lässt. Was sind das für Regeln der Vernunft? Also auf der einen Seite diese Empirie, diese schmutzige Empirie, die uns nicht dazu bringen kann, etwas Allgemeines zu formulieren, weil jeder andere Neigungen, jeder anderen Charakter, jeder andere Vorlieben hat. Das kann es aber nach Kant nicht sein. Das kann nicht Gegenstand der Philosophie sein, der Moralphilosophie sein. Was ist dann, was zeigt uns diese Vernunft, diese Sphäre? Die Vernunft erlaubt es uns, etwas zu entdecken, nicht zu erfinden, nicht zu konstruieren, sondern zu entdecken, nämlich die Form der Moralität selbst, das Sittengesetz, das hat seinen Sitz, meint Kant, in unserer Vernunft. Wir können uns darüber klar werden, wie die Moral verfasst sein muss, damit sie möglich ist. Und was erfahren wir bei Kant? Ja, nichts Substanzielles, sondern wir erfahren etwas über ein formales Kriterium, dem unsere Handlungen genügen müssen, nämlich dem Kriterium der Verallgemeinerbarkeit. Wir haben in der Vorbesprechung zu dieser Sendung, weil wir sehr viel über diesen Punkt gesprochen haben, versucht, also wir haben das Beispiel des Schiedsrichters angeführt, nämlich wenn wir ein Spiel spielen würden und wir würden beide das Spiel gewinnen wollen und uns die Frage stellen, wie würden wir uns den Schiedsrichter vorstellen, dann wäre ja ein Kriterium, das Sie gerade genannt haben, nämlich dasjenige der Allgemeinheit, der Unparteilichkeit und ein Kriterium wäre auch das, dass er nicht sozusagen sie oder mich, weil er mich oder sie persönlich kennt, im Spiel dann bevorzugt. Ist das so etwas, was die Vernunft für Kant ausmachen würde? Dieser Schiedsrichter? Nein, sicherlich nicht die Vernunft, aber das, was mit der Vernunft verbunden ist, nämlich Prinzipienhaftigkeit, Gesetzeshaftigkeit, Verallgemeinerbarkeit. Und Sie hatten mich ja dann gefragt, ja, woher weiß Kant das eigentlich und ist das nicht Metaphysik verdächtig, die Sache mit der reinen Vernunft und dem kategorischen Imperativ? Und meine Antwort war eben anhand dieses Schiedsrichterbeispiels, anhand von Fairness, Intuitionen, die wir alle haben, die wir dann auch mal abprüfen können, was würden wir von einem guten Schiedsrichter eigentlich erwarten? Unparteilichkeit, Transparenz, Publizität, das sind alles Dinge, die Kant und andere rationale Moralphilosophien, andere universelle Moralphilosophien schon immer mit dem Begriff der Moral
verbunden denken. Und wir haben diese Intuition. Und nicht nur wir hier in Europa, sondern ich glaube tatsächlich, das ist eine sehr vernünftige Intuition, das die alle Menschen haben. Diese Empirie, und deswegen ist diese Empirie eben, wird die so ausgespart in diesem Bereich, weil sie würde das sozusagen ein bisschen schmutzig machen, diese Vorstellung. Ja, weil dann sozusagen Empirie führt dann dazu, wenn wir diesen auch noch berücksichtigen würden, dann würde es ja keine Moralphilosophie mehr sein und würde diesen Kriterien nicht mehr entsprechen. Ja. Des Schiedsrichters. Ja, der Schiedsrichter wäre eben nicht gerecht, wenn er seiner Empirie folgt, nämlich wenn er ein Spiel Bayern gegen Dortmund pfeift und ist eigentlich als Privatperson Dortmund-Fan. Das darf, diese Art von Empirie darf eben in seiner Rolle als Schiedsrichter keine Rolle spielen. Das wäre ansonsten nicht fair. Ein Philosoph, der diesen Schiedsrichter kritisieren würde, weil er sagt, diesen Schiedsrichter gibt es eigentlich gar nicht, weil wir sind ja immer irgendwo aufgewachsen und irgendwie sind wir empirisch bedingt, und wenn man das sozusagen nicht berücksichtigt, dann führt das zu einem kalten Menschen, den man sich ja gar nicht richtig vorstellen kann, ist Bernard Williams. Und der bringt ein Beispiel, und deswegen haben wir auch dieses schöne Boot hier, um Kant in gewisser Weise zu kritisieren. Was will der Williams denn zeigen? Oder wie schaut dieses Brotbeispiel eigentlich aus? Ja, also das Retten einer geliebten Person Beispiel ist ein Beispiel für eine dilemmatische Situation. Stellen Sie sich einfach vor, ein Schiffsunglück ist passiert und Sie sind im Rettungsboot, zwei Menschen treiben dort. Sie können nur eine Person retten. Eine ist Ihnen völlig unbekannt, das andere ist Ihr geliebtes Kind. Und was sollen Sie tun? Die kantische Antwort ist eine, die uns wieder auf den Standpunkt der Unparteilichkeit und der Verallgemeinerbarkeit zwingt. Also den Schiedsrichter. Schiedsrichter, der seine Neigung, nämlich natürlich das geliebte Kind zu retten, außen vor lassen muss und jetzt sozusagen deliberiert, der jetzt vielleicht würfelt oder jedenfalls eine verallgemeinerbare, von all diesen Personen und ihren persönlichen Beziehungen absehende Haltung anempfiehlt. Und Williams meint nun, eine Moraltheorie, die uns das vorschlägt, diesen abstrakten, unparteilichen Standpunkt für die Moral vorschlägt, die ist vollkommen inadäquat, weil nämlich etwas völlig außen vor bleibt. Diese persönliche Beziehung, das, was dieser Person am Herzen liegt, das, was ihr Leben eigentlich zu einem sinnvollen Leben macht, zum Beispiel ein geliebtes Kind zu haben. Mhm. Und all das geht sozusagen verloren, wenn wir uns auf so eine theoretische, abstrakte, formale Position der Moral zurückzuziehen haben. Also nicht nur die Moral ist irgendwie inadäquat, sondern sie lässt auch ein ganz wichtiges Thema, nämlich das Thema des guten Lebens, hier außen vor. Weil wenn ich mich entscheide, jetzt angenommen ich entscheide mich für mein Kind, dann bleibt ja trotzdem noch ein Kind im Wasser und dieses Kind stirbt wegen meiner Entscheidung. Und für Williams ist die Person, also die Mutter, muss ja dann mit dieser Sache leben. Und das kann sehr wohl beeinflussen, ihr Leben, ihr gelungenes Leben beeinflussen. Ja, für all diese Dinge haben eben rationale Moraltheorien keinen Platz. Ich habe hier deliberiert und angenommen, selbst Kant meint, rette dein eigenes Kind, das könnte ja auch die moralische Handlung sein, dann sind sie in moralischer Hinsicht gerechtfertigt, das zu tun. Und mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Und Williams möchte einfach darauf verweisen, dass es hier noch ganz viel zu sagen gibt, weil ein Mensch ist gestorben. Und wir würden auch in moralischer Hinsicht letztendlich eine Person, die ganz ohne Bedauern, ohne Reue, ohne irgendein Gefühl auch der Schuld, weil sie hätte es ja auch anders machen können, hier wieder in den Hafen fährt und sagt, ja, ich habe hier moralisch deliberiert, das ist übrigens die moralische Handlung gewesen, mit der hätten wir ernsthafte Probleme, und zwar auch in moralischer Hinsicht. Wir hätten den Eindruck, mit der stimmt etwas nicht. Das ist ja, also was ich da auch interessant finde, dass William sagt, dieser berühmte Ausspruch von ihm, die Moralphilosophie von Kant, die setzt eigentlich schon einen Gedanken zu viel voraus. Also in der Situation, in der wir stecken würden, da ist es sozusagen völlig abstrakt, so zu denken. Wir in unserer empirischen Situation, in diesem Kontext, in den Bedingungen, in denen wir stecken, Menschen handeln, Menschen denken nicht so. Und die stellen sich das einfach falsch vor. Und deswegen ist das in gewisser Weise kalt, weltfremd. Ja. Die Unterstellung der kantischen Theorie ist ja, dass wir eine moralische Identität haben, die ganz unberührt bleibt von unserer empirischen Identität. Deswegen können wir davon ja auch abstrahieren. Und Williams verweist darauf, dass unsere Identität, unser Leben, das, was wir sind,
Und das Leben, das wir führen, gerade durch solche grundlegenden, erstmal amoralischen Verhältnisse bestimmt ist. Durch persönliche Beziehungen, durch das, was der Ground Projects nennt. Das können auch solche Sachen sein, wie einen bestimmten Beruf wählen zu wollen, eine bestimmte Person sein zu wollen. Und für diese vorrangige Identitätsbildung spielt die Moral erstmal gar keine Rolle. Die kommt erst danach. Und jetzt zu sagen, die Moral sollte aber immer dominieren, ja, und sollte zum Beispiel meine persönlichen Beziehungen auch immer außer Geltung setzen, das ist etwas, was Menschen nicht nur nicht möglich ist, das können wir vermutlich nicht, sondern wir sollen es auch nicht, denn am Ende wäre es vielleicht so, dass wir moralisch sauber, ja, ideal solche Situationen auflösen, aber dann bliebe doch immer noch die Frage übrig, warum sollen wir eigentlich moralisch sein? Und die antike Antwort, auf die Williams auch immer verweist, war ja, die Moral und das gute Leben hängen miteinander zusammen. Das war eine gute Antwort auf die Frage, warum moralisch sein. Ja, auf das wollte ich jetzt eben hinaus. Jetzt haben wir gewisserweise den Kreis wieder geschlossen. In der Antike waren diese beiden Moral und gelungenes Leben, die hingen zusammen. Bekannt wurde sie, wie wir jetzt an diesem Beispiel gesehen haben, getrennt. Und Willem versucht, die Sinnhaftigkeit dieser Verbindung wieder zur Geltung zu bringen. Genau. Mehr noch als das. Er würde weitergehen als die antiken Philosophen und sagen, manchmal sind wir auch gerechtfertigt darin, Dinge zu tun, die in moralischer Hinsicht absolut zweifelhaft sind, die aber kategorisch sind für das, was wir sind, was wir vom Leben wollen. Jetzt würde ich gerne mit Ihnen auf den Marktplatz gehen und fragen, Menschen fragen, was Sie wirklich im Leben wollen und was für Sie ein gelungenes Leben ausmacht. Und bin gespannt, was dann rauskommt, was für Menschen am Markt wirklich dann ein gelungenes Leben auszeichnet. Das machen wir. Okay. Ja, Frau Ösmann, wir stehen hier jetzt am Regensburger Marktplatz und bevor ich da jetzt auf die Leute losgehe, wollte ich noch einmal auf Bernard Williams eingehen, der ja an einer Stelle geschrieben hat, das Leben braucht Substanz, wenn überhaupt etwas einschließlich der Anhänglichkeit an das unparteiische System Sinn haben soll. Also Sinn und Substanz sind bei ihm verbunden und ohne diese Verbindung kann ein moralisches Handeln schwer werden. Was glauben Sie, was denn ein gelungenes Leben dann ausmacht? Ich kann Ihnen sagen, was ich erwarte, dass die Leute gleich sagen werden. Ja. Ich glaube, die allermeisten werden verweisen auf ihre persönlichen Beziehungen, ihre Kinder, ihre Freunde, ihre Liebsten. Das ist sehr sinnstiftend. Also was auch Williams, Williams und andere eben tatsächlich meinen. Und sie werden auf solche Güter verweisen wie Gesundheit, vielleicht auch einen Sinn in seinem Beruf zu finden. Ich glaube, was niemand sagen wird oder fast niemand sagen wird, ist, zu einem guten Leben gehört moralisches Handeln. Das wäre meine Erwartung. Dann werde ich mal schauen, was die Leute dazu sagen und dann werden wir wissen, wer näher dran kommt, Kant oder Williams. In Ordnung. Okay, klar. Ja, hallo. Der englische Philosoph Bernard Williams, der sagt, dass persönliche Beziehungen also substanziell sind dafür, dass man ein gelungenes Leben führt. Du stehst hier mit dem Free Hugs Plakat. Sind für dich persönliche Beziehungen entscheidend für ein gelungenes Leben? Ja, auf jeden Fall. Also die Liebe ist ja die stärkste Kraft im Universum und ist essentiell wichtig. Eines der Grundbedürfnisse des Menschen ist die Liebe, ist die Nähe, ist Berührung, ist Zärtlichkeit. Und ja, das ist einer der Anliegen dieser Free Hugs Aktion, einfach mehr Freude zu verbreiten, den Menschen einfach die Liebe auch wieder näher zu bringen, positive Energie zu geben, einfach aufmerksam zu machen und einfach ein Angebot zu geben den Menschen, die halt nicht jemanden zum Umarmen haben. Und ja, das ist der Sinn hinter diesem Ganzen. Und für dich wäre das auch sozusagen ein gelungenes Leben ohne Umarmung würde nicht funktionieren? Nein, also das ist auch meine Definition von Glück, wenn man sagt, Liebe ist essentieller Bestandteil dessen und ganz einfach.
Ja, dann danke vielmals und bekomme ich eine Umarmung, bevor ich... Ja, selbstverständlich. Okay, alles Gute. Danke, ebenso. Schönen Tag. Tschüss. Ich glaube, mein Name ist Lindner, bin ein gebürtiger Regensburger, bin 65 Jahre alt. Und führen Sie ein gelungenes Leben? Ja. Was macht das aus? Gesundheit. Ja. Ist das Wichtigste, würde ich sagen. Ja. Dann, ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, habe eine schöne Rente, kann alles erleben, kann man alles, das Wünsche erfüllen, wo ich hinarbeiten habe müssen. Und das, also Sie sind glücklich sozusagen? Ich bin ein zufriedener Mensch. Was würden Sie sagen, wenn man nur mit der Vernunft denkt und sozusagen seine eigenen persönlichen Einstellungen da außen vor lässt, könnte man dann glücklich werden, wenn man nur vernünftig lebt? Nein. Warum nicht? Weil man muss Höhen und Tiefen durch mitgemacht haben. Erst dann kann man richtig reden. Also weiß man, was Leben heißt. Ja. Du bist einmal ganz unten und dann bist du einmal oben. Also das ist meine Meinung. Ohne diese Erfahrung kann man kein gelungenes Leben führen. Oder ja, würde ich sagen, kann man kein gelungenes Leben führen. Ja. Würde ich sagen. Das Wichtigste, sage ich immer wieder, ist für mich Gesundheit. Alles andere ist nebenbei. Geht verloren, sage ich immer. Ja, dann danke Ihnen vielmals, dass Sie uns Rede in Antwort gestanden sind und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Danke ebenfalls. Okay, Wiederschauen. Wiederschauen. Ja, guten Tag. Ich habe Sie hier gesehen. Sie sind sehr fröhlich, glücklich hier vorbeigeschlendert. Ja. Fühlen Sie ein glückliches und gelungenes Leben? Ja. Und was macht das für Sie aus? Ja, eine gute Partnerschaft, eine gute Umgebung. Ich wohne jetzt seit 30 Jahren in Regensburg und fühle mich hier sehr wohl. Also Partnerschaft haben Sie genannt, also das ist so etwas, was Ihrem Leben auch irgendwie einen Sinn gibt. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Ohne das würden Sie sagen, wenn man nur ein vernünftiges Leben lebt, ohne sich auf persönliche Beziehungen einzulassen, kann man dann auch ein gelungenes und glückliches Leben führen? Das habe ich noch nie ausprobiert, aber bei mir war es eigentlich immer so, dass immer jemand da war und somit auch das alles immer zufrieden und glücklich ist. Kennen Sie Menschen, die das anders erlebt haben und auch glücklich sind? Also kenne ich eigentlich nicht. Nee. Ja. Also ich kenne eigentlich keine, die dementsprechend, wenn sie meinen, dass sie sehr unglücklich sind oder so, das kenne ich eigentlich nicht. Ja, servus. Du, Frage, was trinkst du da eigentlich? Energy Drink. Oder zum Bier. Aber Bier trinkst du auch, oder? Schon. Würdest du sagen, dass man, wenn man viel Bier trinkt, ein gelungenes und glückliches Leben führen kann? Also wenn man unvernünftig lebt, so gewisserweise? Es kommt darauf an, wie der Mensch ist, der das Leben lebt. Wenn das für den das Höchste ist, ich würde da niemanden deswegen verurteilen. Und wenn von außen die Leute sagen, ja, das ist aber nicht so gut, dass der so viel Bier trinkt? Der wird zu den Leuten, die von außen irgendwas über ihn sagen, vielleicht was anderes sagen, was der von denen nicht so gut findet. Also, okay. Wenn der das für sich in Ordnung findet, dann soll er das machen. Und was macht für dich ein gelungenes und glückliches Leben aus? Für dich persönlich? Ja, eine Ausgewogenheit von dem, was einem Spaß macht und von dem, was man machen muss. Okay. Ich habe eine Arbeit, die mir Spaß macht und ich habe meinen Sport und meine Hobbys und meine Freunde, die Spaß machen. Ich habe genug zu tun, mir ist nie langweilig. Also das macht ein gelungenes Leben dann. Ja, ich bin mit allem, was ich mache, zufrieden. Also für dich bedeutet das, dass persönliche Beziehungen sehr wichtig sind, um ein glückliches und gelungenes Leben zu führen? Ja. Also ohne deine Freunde wäre es schwierig? Ja, auf jeden Fall. Ja, okay. Und danke vielmals und schönen Tag noch. Ja, ebenfalls. Gell. Okay, ciao. Sie sind ja mit Ihrer Frau heute unterwegs in Regensburg. Ja. Bedeutet das für Sie ein gelungenes Leben, wenn Sie mit Ihrer Frau das machen können, den Einkauf, oder wären Sie auch alleine zufrieden? Was das Einkaufen angeht, da ist es meistens schwierig, das mit Glück in Verbindung zu bringen. Okay. Aber bisher eigentlich schon. Aber Sie sagen natürlich, Sie sprechen was Wichtiges an. Glück ist natürlich immer was sehr Präsentisches, was sich im Augenblick vollzieht. Und meistens gehört zum Glück ja auch dazu, dass wir uns erst ein bisschen später darüber Rechenschaft geben, wie glücklich wir in diesem Augenblick gewesen sind. Heute ist aber ein Tag, da bin ich ziemlich authentisch und auf Augenhöhe mit meinem wochenendlichen Glück. Ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen wunderschönen weiteren Tag und einen glücklichen Tag mit Ihrer Ehefrau und Dankeschön für die Antwort. Ihnen viel Glück für das Projekt. Dankeschön. Dankeschön. Wiedersehen.
Ja, guten Tag, Frau Esmen. Hallo. Die Paletten der Antworten von den Leuten am Markt war eigentlich sehr breit. Ich würde aber schon sagen, dass sich die Tendenz durchgesetzt hat, dass das Persönliche, der persönliche Glück, Freundschaft, also besonders Beziehungen, zwischenmenschlichen Beziehungen, sehr wichtig behandelt wurden. Ja. Und dahingehend würde ich sagen, dass Leute wahrscheinlich eher zu Williams tendieren würden als zu Kant. Aber eine Antwort habe ich sehr interessant gefunden, nämlich von einem jungen Mann, der gemeint hat, für ihn zeichnet ein gelungenes und glückliches Leben aus, dass man einen Ausgleich findet zwischen dem, was man machen muss von außen und dem, was man machen will. Ich glaube, das ist ja auch eine ähnliche Position, die Sie in Ihren Werken vertreten. Ja, das wäre die Position, die ich mir zu eigen machen würde, und sie ist im Übrigen auch anschlussfähig an die antike Perspektive, dass es Dinge gibt, die subjektiv attraktiv sind und Dinge gibt, die eine objektive Dimension, eine objektive Werthaftigkeit haben, und dass die Kunst im Prinzip darin besteht, hier eine Mitte, einen Ausgleich zu finden. Wenn das so ist, dann bedeutet das aber für die Frage nach dem guten Leben, dass sie nicht in Form einer Moraltechnik durchexerziert werden kann, sondern dass wir eben über die Fähigkeiten verfügen müssen, diese Kunst zu praktizieren, weil es dann ja immer sehr individuell ist, was wir wollen, was wir für geboten halten und wo gewissermaßen die Mitte zu finden wäre. Ja, dann würde ich einmal vorschlagen, dann setzen wir uns wohin, und dann würde ich gerne von Ihnen wissen, wie diese Kunst aussehen könnte und was für Sie ein glückliches und gelungenes Leben sein könnte. In Ordnung. Okay. Ja, Frau Esmen, jetzt sind wir angelangt am Ende der Sendung und wollen auf die Frage eingehen, was eigentlich für Sie ein gelungenes und glückliches Leben ausmacht. Und Sie haben, bevor Sie jetzt gleich antworten, eine Antwort gegeben, nämlich in Ihrem Werk Moral, Rationalität und gelungenes Leben. Unterschreiben Sie an einer Stelle: Das gelungene Leben ist als das Produkt eines lebenslangen Bemühens um ein angemessenes Verhältnis von subjektiver Anziehung und objektiver Wahrhaftigkeit zu betrachten, als der Ausdruck eines ausgewogenen Verhältnisses von glücklichem und sinnvollem Leben. Jetzt wollte ich Sie fragen, können Sie da ein bisschen näher drauf eingehen? Ich kann vielleicht auf drei Dinge eingehen. Ja. Das eine, dass diese Formulierung subjektive Anziehungskraft, objektive Werthaftigkeit deutlich machen sollen, dass ich jedenfalls der Auffassung bin, dass sowohl Aristoteles als auch Kant recht gehabt haben, insofern ein gutes Leben schon eines sein muss, das uns als Individuen, als die Personen, die wir sind, anziehend erscheint, das mit subjektiven Glückszuständen, Glücksmomenten verbunden ist, wo wir auch unsere eigenen Projekte, die wir nicht nochmal moralisch evaluieren, ne, sondern die uns einfach wichtig sind, realisieren können. Einerseits, und auf der anderen Seite natürlich ein objektives Moment irgendwie hineinkommen muss. Das im Übrigen auch zeigt, dass ob wir ein gutes Leben gehabt haben, keine Frage ist, die wir für uns alleine beantworten können, sondern da können auch andere etwas dazu sagen. Das Zweite, ja, wie sieht jetzt das Verhältnis aus? Ja. Ich spreche da von einem angemessenen Verhältnis. Ich bin nicht sicher, wie viel die Philosophie über dieses Verhältnis eigentlich sagen kann. Mhm. Ich glaube, was jedenfalls nicht geht, ist eine Theorie darüber zu verfassen, womöglich noch Prinzipien geleitet, wie genau das gelungene Leben für jeden Einzelnen auszusehen hat. Das geht schon alleine deswegen nicht, weil eben dieses subjektive Moment, und da unterscheiden wir uns ja, mit hineinkommt. Und vielleicht zum Schluss: Das gute Leben ist kein Zustand, den wir einmal erreichen und dann haben wir ihn und sind selig, sondern es ist eben das immer wieder zu erstrebende Ergebnis eines Bemühens, das im Zweifel ein ganzes Leben lang dauert, weil es uns eben passieren kann, dass wir auch am Ende unseres Lebens wirklich herausgefordert werden, zum Beispiel durch solche existenziellen, dilematischen Situationen, wo wir uns entscheiden müssen. Sie haben ja unterschieden jetzt, also Sie haben festgehalten jetzt gerade, dass eine rein subjektive Vorstellung vom glücklichen Leben nicht gleich bedeuten muss, dass es von außen auch als ein gelungenes Leben betrachtet wird. Und ich wollte hier ein Zitat bringen von dem Film Trainspotting, ein Film, der in den 90ern erschienen ist und der sich mit dem Drogenkonsum auseinandersetzt. Und hier steht hinten ein Satz, der folgenderweise lautet:
Nimm den besten Orgasmus, den du je hattest, nimm ihn mal 1000 und du bist noch nicht einmal nah dran. Der Film behandelt ja den Konsum von Heroin. Das kann nicht ein glückliches, also das kann kein glückliches Leben sein, schon gar nicht ein gelungenes Leben von außen. Ja, und das kann man nicht nur von außen feststellen, ja. Das sagen nicht nur andere, denn wer würde schon freiwillig drogenabhängig sein, sondern ich meine eben, das ist auch etwas, was ich aus der eigenen Perspektive erschließen kann, insofern man, auch wenn es so ein angeblich höchstes Maß an Glückszustand mit sich bringt, man sich doch nun erhofft, dass diese Glückszustände aus bestimmten Handlungen resultieren und Drogenkonsum gehört normalerweise nicht dazu. Das kann man ganz anschaulich machen an einem Gedankenexperiment, ja. Was von dem Philosophen Robert Nozick formuliert worden ist, die Glücksmaschine. Man kann sich dort anschließen lassen und wird dann irgendwie stimuliert und in einen solchen Glückszustand gebracht. Und es ist eben ganz auffällig, dass ganz viele Menschen, wenn man sie fragt, ob sie sich anschließen lassen würden, sagen, nein, würde ich nicht. Das ist nicht die richtige, nicht die authentische Art von Glück und erst recht ist es kein gutes Leben. Würden Sie sich anschließen lassen? wenn es möglich wäre, es immer wieder mal zu tun, für kurze Zeit, ja. Ansonsten natürlich nicht, nein. Was würden Sie empfehlen, Menschen, die sich noch näher mit dem Thema beschäftigen wollen, Glück, gelungenes Leben, mit dem Thema beschäftigen wollen, was würden Sie empfehlen zu lesen? Ich würde das Buch empfehlen, das mich selbst zu diesem Thema gebracht hat, dieser Sammelband, der von Holmer Steinfahrt herausgegeben wurde bei Suhrkamp, mit dem Titel Was ist ein gutes Leben? Ja, und ich würde empfehlen, das Buch, das ich hier schon die ganze Sendung in der Hand gehabt habe, das versammelt nämlich Texte von der Antike bis zur Gegenwart, die sich mit der Problematik der Moral auseinandersetzen und das ist in Suhrkamp Verlag erschienen, unter dem Titel Philosophie der Moral, herausgegeben von Robin Zelikates und Stefan Gosepat. Frau Oesmann, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie heute mein Gast waren und ich hoffe, wir konnten einen gewissen Hinweis darauf geben, was ein gelungenes und glückliches Leben ausmacht. Danke Ihnen vielmals, dass Sie heute mein Gast waren. Und ich hoffe, wir bleiben auch weiterhin im Dialog. Ich hoffe, dass Sie ein gutes Leben haben. Ich auch. Tschüss. Ja, liebe Menschen, ich hoffe, wir konnten in dieser Sendung zeigen, wie ein angemessenes Verhältnis von auf der einen Seite vernünftigen und auf der anderen Seite gelungenen und glücklichen Leben aussehen könnte. Alle Informationen zur Sendung finden Sie wie gewohnt unter www.philosophisches-experiment.com und eine schriftliche Auseinandersetzung mit dem Thema findet sich auch in der nächsten Hohen Luftausgabe, die im Mai dieses Jahres erscheinen wird. Beenden möchte ich die Sendung mit einem Zitat von Aristoteles und ich bedanke mich fürs Zusehen und hoffe, wir hören uns dann und sehen uns dann natürlich auch das nächste Mal. Aristoteles schreibt hier: Wir philosophieren nämlich nicht, um zu erfahren, was Tugend sei, sondern um tugendhafte Menschen zu werden.